Eigentlich bin ich spät dran. Ich meine, spät dran mit der Erfahrung, einmal alleine zu reisen. Geplant war sie zu zweit, diese Reise. Doch im letzten Moment musste mein Freund Dirk jobbedingt leider absagen. Und jetzt kann ich mich einfach mal so treiben lassen. Und irgendwie freue ich mich jetzt auch, allein unterwegs zu sein in Rumänien. Ich reise von Maramureș, der nördlichsten Region Rumäniens, mit ihren dichten alten Wäldern über die wilde Bergwelt der Ostkarpaten bis ins sagenumwobene Transsilvanien hinein. Dort schließe ich einen guten alten Freund in meine Arme, den ich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe, lerne die Werke rumänischer Gegenwartsmaler kennen und bekomme endlich Einblick in die wahre Geschichte von Dracula. Und dann erklimme ich mit meiner Twin die drei schönsten Hochgebirgsstraßen Rumäniens. Ich bin in Pöcsink im Burgenland und hinter mir liegen bereits 1000 Kilometer. Und vor mir noch eine ganze Tagesetappe bis zur rumänischen Grenze. Hier die Reise zu beginnen hat einen guten Grund. Ich werde meinen Reifen wechseln, denn den guten alten Stollenreifen, den habe ich auf den Autobahnkilometern ziemlich eckig gefahren. Und jetzt geht's zum Reifen Prünner, wo ich mir meine Mitas E07 draufziehen lasse für Rumänien. Gut 5 Minuten vom Hotel entfernt, da ist der Reifen Prünner. Und was ihn für mich so sympathisch macht, das ist nicht nur der gute Service, sondern dass ein Kaffeehaus an erster Stelle genannt wird. Gemütlicher Boxenstopp. Hier in Pöcsink ist das wirklich kein Widerspruch. Das war ein österreichischer Top-Service. Reibungslos, gemütlich und preiswert. Was will ich mehr? Und einmal um die Ecke, da bin ich direkt an der ungarischen Grenze. Und hier beginnen die 500 Transitkilometer durch die Pusta, die heute sehr feurig werden. Bei 35 Grad geht es auf einer gut ausgebauten Autobahn nur geradeaus durch die platte, baumarme, nicht enden wollende Steppe Ungarns. Dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, erreiche ich endlich die rumänische Grenze. So weit östlich war ich in meinem bisherigen Leben noch nie. Und mich packt die Vorfreude auf ein Land, das nun endlich greifbar vor mir liegt. Es gibt in Rumänien den rumänischen Lei. Für 200 Euro habe ich also jetzt insgesamt 940 Lei bekommen. Früh zieht es mich heute in den Sattel und die kleine Grenzstadt Satu Mare, die bekommt nicht wirklich eine Chance von mir. Mich zieht's raus aufs Land. Die Region Maramureș. Sie liegt abgeschieden im Norden Rumäniens. Eine dünn besiedelte Landidyll, wie in einem Heimatfilm aus den 1950er Jahren. Es ist Heuernte und die ganze Luft, die riecht nach Wiesenblumen. Im verlassenen Sägewerk biege ich auf einen kleinen Forstweg in die dichten Wälder der Ostkarpaten ab. Diese Gegend wurde niemals von den Römern oder den Türken eingenommen. Abseits der Handelswege und viel zu dicht und damit undurchdringbar waren diese Wälder für die Eroberer. Auch wenn viel Holz im Laufe der Jahrhunderte hier geschlagen wurde, undurchdringbar wirkt es immer noch auf mich. Ein Fehltritt beim Orientierungsstopp und meine Twin liegt auf dem Waldboden. Also, eine Megascheiße. Und beim Aufrichten der Twin schaue ich mich um und denke mir, die Römer, die haben recht gehabt. Diese Gegend ist nichts zum Erobern.
Und dann schlägt das Wetter plötzlich um und der Himmel öffnet rasch seine Schleusen. Irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, dass der Geist dieser Wälder mich nicht sonderlich mag. An meinem Motorrad kann es auf jeden Fall nicht liegen, denn Schottern ist hier in dieser Region ausdrücklich erlaubt. Naja, vielleicht hat er ja auch nur einen schlechten Tag gehabt, dieser Waldgeist. Jetzt sitze ich hier in einem schönen Bushäuschen und warte darauf, dass der Regen aufhört. So, jetzt hat es aufgehört. Jetzt kann es weitergehen. Ich bin auf dem Weg zum Kloster Barsana. Eine rumänisch-orthodoxe Klosteranlage, die bis in die späten 80er Jahre ein Lost Place war. Und heute ein Dorf wie aus einem alten Märchenfilm. Dieses Kloster, oder müsste eigentlich sagen, diese Klosteranlage, besteht seit dem Mittelalter, wurde aber dann verlassen, teilweise dann noch abgetragen. Und seit 1993 ist sie erst wieder im Wiederaufbau. Und schaut euch an, wie schön das hier geworden ist. Es ist heute immer noch zum Teil im Bau, aber es ist einfach traumhaft schön hier. Gerade um die Mittagszeit, wenn es wirklich ziemlich heiß ist, heute haben wir 34 Grad wieder, ist natürlich herrlich, hier auch mal im Schatten ein bisschen zu verweilen. Im Innern der Klosterkirche ist es um diese Tageszeit angenehm kühl. Alles ist hier mit üppig bunten und goldenen Ikonen auf Holz verziert. In der Tradition der orthodoxen Christen auch Fenster zum Himmel genannt. Ich finde, ein passender Ort, um einen kurzen Blick nach oben zu riskieren. Und die Ruhe der Klosteranlage, die nehme ich mit bis auf 1416 Meter zum höchsten Pass der Ostkarpaten, den Prislop-Pass, der hier das Maramuresch-Gebirge vom nördlichen Rodna-Gebirge trennt. Tag 5 beginnt meiner Rumänien-Tour. Ich bin jetzt hier in Vatra Dornei, mitten in den Bergen der Ostkarpaten. Und ich mache mich heute auf dem Weg nach Michelsberg, nach Cisnadora, wo ich meinen alten Freund Thomas besuchen werde. Ich bin in der Region Bukowina, mitten in den Tannenwäldern des Rarau-Gebirges unterwegs. Vorbei an felsigen Wänden führt mich die Trans-Rarau bis auf 1650 Meter hoch. Und sie gibt mir einen Vorgeschmack auf die hochalpinen Königsstraßen, die hier in Rumänien noch vor mir liegen. Hier am größten Stausee Rumäniens, dem Bikertsee, verlasse ich die Ostkarpaten und biege nach Westen auf die Nationalstraße 12C ab. Ich will in das Land hinter den Wäldern. Transsilvanien sagen die Rumänen dazu, Siebenbürgen die Deutschen und die Ungarn Erdeli. Eine Region mit vielen Namen. Hier hat sich im Laufe der Jahrhunderte auch vieles getroffen. Ein richtiger Schmelztiegel der europäischen Völker. Ich komme durch die Bikertsschlucht mit ihren bis zu 100 Meter hohen Felswänden. Ein begehrtes Ausflugsziel, denn die Seitenstreifen sind mit kleinen Verkaufsständen gut bestückt.
Die Sonne steht schon tief, als ich mich Siebenbürgen langsam nähere. Das Land hinter den Wäldern. Es ist nun rund 800 Jahre her, als Siedler aus vielen Teilen Deutschlands hier vom ungarischen König hergelockt wurden, um das Land zu erschließen. Und im Gegenzug erhielten sie von ihm viele Privilegien. Auch die Familie von meinem Freund Thomas kommt hierher. Und er selbst ist vor vielen Jahren zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Hey, hey Mann, ich hab's geschafft, ich bin gekommen. Ich habe es ihm immer wieder versprochen und jetzt hat es endlich geklappt. Nach 10 Jahren stehe ich vor dem grünen Tor des alten Pfarrhauses in Michelsberg. Und er öffnet das Tor, ich fahre rein und bin endlich da. Also wir sind jetzt hier in Cisnadiora, auf Rumänisch, auf Deutsch Michelsberg. Und das ist fast im Zentrum von Rumänien. Das Zentrum, das geografische Zentrum von Rumänien ist ja mehr oder weniger Sibiu, ein Stückchen ab von Sibiu. Aber jetzt auf dem Weg nach Cesbruck werden wir da auch kurz mal anhalten können. Wir fahren jetzt nach Cisnadiora, also nach Cesbruck. Wie lange sind wir jetzt unterwegs? Ich schätze ungefähr 2 Stunden. Für den Verkehr braucht man sehr viel Geduld hier in Rumänien. Naja, Geduld und Leidenschaft und das richtige Auge für den richtigen Augenblick, die richtige Chance. Und kommt sie? Jetzt. Du hast den geschulten Blick für den richtigen Moment. Und Glück. Sag mal, wie alt ist Cesbruck? Oh, ich weiß nicht. Also die Siebenbürger Sachsen sind ja vor 850 Jahren nach in das heutige Rumänien gekommen. Die Stadt ist sicherlich eine der ältesten, bedeutendsten. Also Siebenbürgen heißt Siebenburgen? Ja, es sind 7 Burgen. Und eine davon schauen wir uns jetzt gerade an. Genau. Cesbruck mit seiner intakten Altstadt, das ist Mittelalter-Charme pur, noch dazu bei diesem Wetter. Aber hier liegen die Wurzeln der Albträume, die mich als Kind regelmäßig heimgesucht haben. Also hier in Cesbruck muss man natürlich auch ein paar Worte über Dracula erzählen. Das Wort Dracul, wir sind hier im Haus des Dracul-Ordens, das bedeutet zum einen Drache, zum anderen bedeutet es aber auch Teufel. Der Dracul-Orden war ein Geheimbund einflussreicher Leute und Vlad Sepeš, das historische Vorbild zu Dracula, war auch bekannt dafür, dass er seine Feinde fehlte. Das war damals durchaus üblich auf dem Balkan. Das war eine Sitte, die man auch von dem osmanischen Heer her kannte, die Feinde zu pfählen. Also in Rumänien kannte man diese Geschichte von Dracula ja gar nicht. Oder es war nicht weit verbreitet. Und dann nach 1989, man spricht in Rumänien von der Revolution, weil es auch Tote gegeben hat, danach kam das dann so langsam rüber, Mensch, ihr seid doch das Land von Dracula, und da hat man versucht, das Ganze auch touristisch zu vermarkten, mehr oder weniger. Das heißt Angebot und Nachfrage, oder? Genau. Das ist also die wahre Geschichte hinter der Geschichte. Na, hätte ich das als Kind mal gewusst, ich glaube, ich hätte mir ein paar unruhige Nächte ersparen können. Und irgendwie finde ich es auch ungehörig, Cesbruck auf diese Dracula-Sache zu reduzieren. Denn hier im alten Stadtkern, der heute irgendwie an eine Kulisse eines Historienfilms erinnert, wurden seit der Gründung im 13. Jahrhundert viele spannende Geschichten geschrieben. Fertig für die Ausfahrt. Wir nähern uns der berühmten Transfagarashan. Und diesem Augenblick habe ich die ganze Zeit entgegengefiebert. Denn sie soll eine der schönsten Hochgebirgsstraßen der Welt sein. Dann eine Straßensperre. Der Pass ist offiziell noch nicht befahrbar. Denn das geht nur von Juli bis Oktober. Es fehlen nur 2 Tage. Und dann taucht auf einmal diese Schiene auf, diese rote, und die wird zur Rampe. Und dann packen alle mit an. Und schon ist das Motorrad hinter der Barriere.
und dann beobachte ich, wie jemand auf einmal die Lücke zwischen den beiden Betonblöcken ausmisst. Und ich denke mir, wenn die Tiger da durchpasst, dann müsste das mit meiner Afrika Twin auch passen. Und sie passt durch. Und bei der ganzen Aktion bin ich mir ziemlich sicher, dass die Behörden bei all den Lücken, die sie gelassen haben, ein großes Herz für Biker haben. Jetzt auf der Transfaganer Schahn. Okay. Fahren wir bis ganz rauf mal, oder? Ja, genau. Transfagarashan. So langsam erwacht diese Königin aus dem Winterschlaf. Vorbei geht es an Schneeverwehungen und Geröll immer höher bis auf 2044 Meter. Hier ist jetzt kein Durchkommen mehr. Neben mir ist der Konstantin und der ist eigentlich dafür verantwortlich, dass ich hier oben bin. Er hätte sich nicht getraut. Ich hätte mich nie getraut, ganz genau. Danke dir. Gerne. Für deinen Mut. Super. Und dafür werden wir hier belohnt mit einem Wahnsinnsblick und in einer unglaublich irren Straße. Oh ja, mit extrem viel Schnee. Und ziemlich viel Geröll auf der Straße. Oh ja. Und dieser Aufkleber, der hat jetzt einen gebührenden Platz bekommen. Und wer jetzt gut aufgepasst hat, der hat gesehen, dass ich die rumänische Flagge verkehrt rund drauf geklebt habe. Sorry dafür. Diese Straße hat mich wirklich in ihren Bann gezogen. Nach dieser Passtour wird es Zeit für ein zünftiges Picknick. Und ich finde, wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist, dann sollte man immer einen Bagagewagen mit dabei haben. Und in diesem Bagagewagen ist das Picknick von Marion. Mahlzeit. Mahlzeit, ist alles gerichtet? Essen ist fertig. Essen ist fertig, wunderbar. Hat er überlebt in der Mittagshitze? Ja. Das ist der hat jetzt die richtige Temperatur. Ja. Oh Mensch, wie der riecht. Du. So. Das ist wirklich gut. So, auf geht's. Dann wird er auch nicht drücken. Ich stehe jetzt hier vor dem Kunsthaus 7b in Michelsberg, diesem kleinen Ort am Fuße der Karpaten hier in Transsilvanien gelegen. Und dieses Kunsthaus wird geleitet von meinem Freund Thomas. Und der hat mir in den letzten Tagen sehr viel erzählt von den Werken, die er hier ausstellt. Überwiegend junge rumänische Künstler. Und da hat er mich sehr neugierig gemacht. Und ich werde jetzt ein bisschen in die rumänische Kunstszene eintauchen und dank seiner Hilfe auch ein paar Erklärungen dazu bekommen. Das ist die alte Schule, das alte deutschsprachige Schulhaus in Michelsberg. Und das haben wir vor 2 Jahren gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde umfunktioniert in ein Kunsthaus als Begegnungsstätte für zeitgenössische Kunst aus den Donauländern, für zeitgenössische Kunst von rumänischen Künstlern, aber genauso auch von internationalen Künstlern, die wir nach Michelsberg holen wollen. Das ist unser Wühltisch, da kann man so ein bisschen stöbern, was wir sonst noch so haben. Das hier ist jetzt Agnes Matthys-Teutsch, eine Künstlerin aus Sibiu, in der 4. Generation Künstlerin aus der großen Künstlerfamilie Matthys-Teutsch. Die hatte mit Paul Klee ausgestellt und das ist die Urgroßenkelin. Dann haben wir hier Roxana Floria aus Cloche, aus Klausenburg. Midnight in Red heißt das Bild, ein bisschen verrucht. Und da haben wir hier nochmal Andrea Floriano, die haben wir ja gerade schon gesehen. Das ist eine Mischung aus Henri Rousseau, dem französischen Künstler, der eben auch die Gartenlandschaften gemalt hat, und Gustav Klimt, der Kuss. Was
Andrea Floriano hier schon verstanden hat, ist, dass die Frau sich ein bisschen weigert, ein bisschen auf Distanz geht, aber nicht zu viel. Albert Sofian hat in Klausenburg gelernt, studiert. Das ist ja toll. Das ist mit Teer gemalt. Mit Teer. Rembrandt hat mit Teer gemalt, in den Barockzeiten, Velázquez hat mit Teer gemalt. Und Albert Sofian hat diese Tradition wieder aufgenommen. Der hat hier am Bruckental, am Museum, hat er das Konservieren von Bildern gelernt. Cool. Habt ihr Öffnungszeiten oder kann man hier einfach so reinkommen? Also es ist vielleicht besser, kurz vorher anzurufen. Wir sind auf Facebook zu finden oder vielleicht eine kurze Nachricht zu schreiben. Und dann organisieren wir, dass man hier rein kann. Oben auf dem Michelsberg, da steht die alte Wehrkirche aus dem 12. Jahrhundert. Und unten im Dorf, da liegt das Kunsthaus mit seinen Gegenwartskünstlern. Die alte und die neue Zeit sind hier in Michelsberg gute Nachbarn. In diesem Ort am Rande der Karpaten, da finden sich so einige Spuren aus der 850-jährigen Geschichte. Denn hier war im Laufe der Jahrhunderte so einiges los. Ein richtiger Spannungsraum zwischen Morgen- und Abendland und noch dazu ein Bollwerk der Christenheit. Umso erstaunlicher, dass von diesem Fleck Erde nie ein Krieg ausging. Dafür wurde es immer wieder von fremden Mächten überrollt. Aber die Siebenbürger Sachsen, die wussten sich zu helfen, denn sie hatten ihr Schicksal selbst in die Hand genommen. Direkt dem König von Ungarn unterstellt, brauchten sie keine Steuern an den Adel zu zahlen und hatten sogar eigene Richter. Im Gegenzug mussten sie aber auch selbst für die Verteidigung aufkommen. Dafür hatten sie aber nicht nur ihre sieben Burgen, die Siebenbürger, sondern auch eine ganze Armada an Kirchenfestungen. Heute ist Abreisetag und ich ziehe weiter am Karpatenbogen entlang. Um das gute alte grüne Tor vom Pfarrhaus ein wenig zu schonen, habe ich das Motorrad bei Marion untergestellt, einer guten Freundin von Thomas, der wir übrigens auch das üppige Picknick an der Transfagerer Schan zu verdanken haben. Und als wir uns zum Abschied herzlich drücken, da möchte ich gerne noch von ihm wissen, was denn die Siebenbürger Sachsen genau mit den Sachsen zu tun haben. Genauso viel wie die Bayern was mit den Preußen zu tun haben, sagt Thomas, nämlich nichts. Für die Ungarn waren damals eben alle Deutschen Sachsen. So einfach ist das. Auf geht's in Richtung Transalpina. Vor Bayer Moaser Stausee mit seinen sage und schreibe 130 Millionen Kubikmeter Wasser fahre ich der Transalpina entgegen, der Königsstraße, die Siebenbürgen mit der Walachei verbindet. Seit 2011 windet sie sich komplett asphaltiert bis auf 2145 Meter hoch. Die Königsstraße. Ich finde, sie trägt ihren Titel zurecht. Ich finde hier am Rande der Transalpina auf 1600 Meter ist der richtige Ort, um mir einen Tee zu kochen. Na, ich hoffe, das Gewitter wartet so lange noch, bis ich meinen Tee hier gekocht habe. Ich hoffe mal das Beste.
mich hat der Regen voll erwischt. Naja, egal, so ist das nun mal. Die Temperaturen sind hier oben mittlerweile auf 6 Grad gefallen. In den Karpaten, da kann das Wetter tatsächlich binnen Minuten umschlagen. Die Sonne, die werde ich wohl heute nicht mehr zu sehen bekommen. Also höchste Zeit, mir eine kleine Pension zu suchen und ein paar Kilometer weiter im kleinen Ort Ranka. Da finde ich auch was Passendes. So langsam kommt die Sonne hinter den Bergen hervor. Heute ist mein letzter Tag in Rumänien. Morgen werde ich dann über Ungarn wieder Richtung Österreich fahren. Ich werde heute Abend Temeschwar besuchen. Gute 250 Kilometer liegen vor mir, aber wirklich weit komme ich erst einmal nicht an diesem Morgen. Immer wieder lege ich bei diesem Panorama Fotostops ein. So, jetzt noch ein paar Fotos. Und dann sitzt mir auf einmal auf dem Parkplatz ein Hund gegenüber. Und auf einmal sind es 4 Hunde und ein Mann ist dabei. Er heißt Dimitrio und seine Schafe, sagt er, sind hinter dem Hügel. Ob er denn die ganze Zeit hier draußen bei den Schafen lebt, will ich wissen. Ja, sagt er, bei Wind und Wetter. Und nein, ein Haus, das hat er nicht. Er lebt hier und ja, er ist daran gewöhnt. Und das Wetter, das nimmt er einfach, wie es kommt. Die Hirten aus den Karpaten, sie gehören fest zur Seele Rumäniens. Unzählige Gedichte und Volkslieder gibt es über diese Menschen, wie sie mit ihren Schafherden über den Karpatenrücken ziehen. Und das Land selbst, das ist der drittgrößte Schafproduzent der Europäischen Union. Die ganze Zeit am Rande von diesem Gewitter. Ein bisschen Tropfen kriege ich ab, mehr aber nicht und ich hoffe, das bleibt so. Ah, das habe ich glaube ich ganz gut abgepasst. Jetzt fahre ich nach Temeschwar rein und jetzt fängt es an zu regnen. Aber nett hier. Hallo, it's okay hier? Perfekt, perfekt, okay. And here you will see the park, okay? And here is the center, okay? And here is the center, okay. Exactly. Vorbei an der orthodoxen Kathedrale mit ihrem russischen Charme geht es ein Stück geradeaus und schon ist man im Zentrum der Revolutionsgeschichte von 1989. Das Ganze ging hier in der ungarischen Gemeinde los. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran. Da gab es den Pfarrer Laszlo Tökös und der sollte zwangsversetzt werden. Und dann hat die Gemeinde protestiert. Und diese Proteste, die gingen dann quer durchs ganze Land. Leider gab es vorher natürlich auch noch einen Versuch, diese Proteste hier in Temeschwar blutig niederzuschlagen. Man spricht so von 150, 160 Toten, die es damals gegeben hat. Und dann hat sich das Ganze dann im ganzen Land entzündet. Und das Ganze hat ja dann auch geendet mit dem Sturz von dem kommunistischen Diktator Ceausescu. Ich schlender ein paar Meter weiter. Und dann gibt es einen Zeitsprung. Ich bin auf einmal im habsburgischen Österreich gelandet. Dieser Teil der Stadt, der schaut aus wie eine Miniaturausgabe von Wien. Über Jahrhunderte gehörte diese Stadt an der serbisch-ungarischen Grenze zu Österreich-Ungarn, aber auch mal zu Serbien, dem Osmanischen Reich oder jetzt eben zu Rumänien. Multikulti, das ist hier ein Teil der Kultur und die erlebe ich hier sehr entspannt und locker. Und los? Das war nun endgültig der Startknopf für die Rückreise. Und bei der nicht enden wollenden Fahrt durch die Steppe Ungarns, da habe ich genug Zeit, die Eindrücke dieser Reise gut zu verarbeiten. Dabei habe ich gerade mal einen kleinen Teil dieses vielfältigen Landes überhaupt bereist. Auch wenn Rumänien bereits seit 2007 in der Europäischen Union ist, so scheint es doch für viele noch irgendwie ein Exot unter den europäischen Reiseländern zu sein. Jetzt mal ehrlich, wer denkt bei Rumänien nicht auch irgendwie an Korruption, Rückständigkeit oder Kriminalität? Ich wurde überall herzlich empfangen, bin die meiste Zeit auf gutem Asphalt unterwegs gewesen, wurde nur einmal von wilden Hunden verfolgt, die aber dann direkt wieder aufgegeben haben,
und mein Motorrad ist mit mir jetzt wieder auf der Heimreise. Und dann diese jahrhundertealte Geschichte, die kommt dir hier so nahe, als ob du ein Zeitreisender wärst. Übrigens, vor 3 Jahren, da wollte die rumänische Regierung ein Antikorruptionsgesetz lockern. Daraufhin gingen in ganz Rumänien die Leute auf die Straße und sie protestierten so lange, bis die Regierung ihr Vorhaben fallen ließ. Ich finde nach wie vor, das beste Mittel gegen Vorurteile, das ist immer noch Reisen. Und Rumänien, dieses Land hat mir gezeigt, wie toll Europa ist. Vielleicht noch einen kurzen Satz zu der Frage, wie ist es eigentlich, wenn man alleine reist? Ich habe ja jetzt zum ersten Mal diese Erfahrung gemacht. Das ist wirklich gut. Das Gute für so einen passionierten Filmer wie mich, ich kann an jeder Ecke anhalten, ohne dass ich die genervten Blicke meiner Mitfahrer auf mich ziehe. Die Tage sind im Flug vergangen und ich kann mir das durchaus noch mal vorstellen.